So, moin Leute. Ich bin auf meiner Feierabendtour, direkt von der Arbeit. Ich bin heute Morgen auch mit dem Motorrad zur Arbeit gefahren, aber das war nicht so prickelnd. Es war nur noch 3 Grad zwischendurch und es war sehr neblig. Und ich habe dann ehrlich gesagt zwischendurch überhaupt nichts mehr gesehen. Ich kann euch mal hier eine kleine Impression einblenden. Wir haben jetzt nur noch 4 Grad. Wenn es jetzt nochmal abkühlt, dann muss ich Eis kratzen. Also wenn ich hier so rum, hat das nichts damit zu tun, dass mein Reifen scheiße ist, sondern dass ich einfach nichts sehe. Ja, es ist so neblig und der Nebel lässt sich hier auf meinem Visier nieder und ich sehe also wirklich überhaupt nichts. Ja. Ich hatte auch den Fehler gemacht, also ich habe wohl nicht aufgepasst beim Helm zuklappen und habe dann das Mikrofon mit weggeklappt. Und dementsprechend gibt es auch keine oder schlechte Tonaufnahmen. Ja, und so möchte ich das Thema, das ich heute Morgen abgehandelt habe, einfach nochmal kurz abhandeln, ohne groß in die Tiefe zu gehen. Ja, viele Leute geben ihren Senf dazu ab und dann sage ich mir halt, jo, warum nicht auch ich? Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen. Aber jetzt schaut euch erstmal diese Strecke an. So, ich habe euch ja schon viele tolle Strecken gezeigt hier in
der Pfalz. Und ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, wenn man das hier zur Feierabendrunde machen kann, dann hat man bei der Wohnortwahl als Motorradfahrer alles richtig gemacht. Ja, man kann quasi sagen, mit so einem Einzugsgebiet, ja, also ich bin 20 Minuten weg von zu Hause, mit so einem Einzugsgebiet hat man quasi die Qual der Wahl. Wo fahre ich denn jetzt hin? Ja. Ähnlich verhält sich das am Sonntag, wobei wir wieder bei meinem Thema wären. Die Qual der Wahl. Ja, Bundestagswahl am kommenden Sonntag. Und ich frage mich ja echt, wer lässt sich denn von Wahlplakaten beeinflussen? Wahlplakate, die hier hängen, auf den Parteien, die schon seit etlichen Jahren an der Macht sind, in der Regierung sind, ja, als Regierungskoalition. Ja, wenn solche Parteien dann irgendwie mit irgendwelchen Änderungen da werben und irgendwelche Slogans da anbringen, wie Gerechtigkeit und Sicherheit, ja, dann frage ich mich, wer ist denn schuld an einer potenziellen Ungerechtigkeit in Deutschland? Und wer ist denn schuld an einer potenziellen Unsicherheit in Deutschland? Ja, das sind doch genau die Parteien, die gerade regieren. Ja. Da gibt es also für mich keinen großen Grund, die wieder zu wählen. Ja. Aber wen soll man denn sonst wählen? Ja? Das werdet ihr von mir nicht erfahren, weil ich es nicht weiß. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Meine Entscheidung ist rein kalkuliert, hat überhaupt nichts mit irgendeiner politischen Überzeugung oder Meinung zu tun, sondern wirklich nur versucht, meine Stimme so einzusetzen, dass sie möglichst viel bewirken kann. Ja. Wenn wir ein System in Deutschland hätten, das uns es ermöglichen würde, eine Wahl mit einer zu geringen Wahlbeteiligung zu wiederholen, dann würde ich jedem sagen, beim ersten Schuss nicht wählen gehen. Weil, also um der Regierung und den Regierungsparteien einfach mal zu zeigen, dass es prinzipiell so nicht geht. Ja. Geltende Gesetze werden völlig außer Acht gelassen, ja, und so weiter und so weiter. Darüber will ich mich jetzt aber gar nicht auslassen. Ich werde auch niemandem erzählen, wen oder was ich wähle. Ja. Derzeit sind wir eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation, wie die USA letztes Jahr waren, meiner Meinung nach. Indem wir die Wahl haben zwischen Pest oder Cholera. Ne? Ja, mehr möchte ich zu dem Thema Bundestagswahl auch gar nicht sagen. Ich möchte euch nur aufrufen, eure Stimme nicht zu verschwenden und wählen zu gehen. Aber warum sollte man auf mich hören? Ja? Was maße ich mir an? Egal. Also, so viel dazu. Kurzes Update zu meinem Navi. Nach wie vor bin ich sehr zufrieden damit. Habe jetzt allerdings auch noch nicht so umfangreiche Möglichkeit gehabt, es in die Tiefe zu testen. Ja? Ich habe mich nur heute gerade mit einem Kollegen unterhalten, der das TomTom Rider 400 hat, und der hat eben gesagt, dass allein die Berechnungsgeschwindigkeit, also das Navi hat 100 Routen einprogrammiert, also 100 Routen, zum Teil durch die Alpen, in Kasachstan und was weiß der Geier, wo überall eigentlich, 100 Routen sind da fest einprogrammiert, die man einfach mal abfahren könnte. Und da habe ich jetzt vorhin gerade zum, for example, mal die Großglockner-Runde aufgerufen. Oh, fuck. Und habe die berechnen lassen. Und als er das gesehen hat, hat er gesagt, das ist ja, also das ist von der Geschwindigkeit her ein Quantensprung im Vergleich zu seinem TomTom Rider 400. Ja. Also scheint sich wohl die Hardware doch schon entscheidend verbessert zu haben. Ja.
So viel dazu. Ich werde euch da immer wieder mal auf dem Laufenden halten. Und wenn mir was Negatives dazu einfällt, dann werde ich euch das auch wissen lassen. Ja. Die Position ist, ja, ich finde sie gut, weil sie natürlich genau im Sichtfeld meines also Instrumente liegt. Viele haben es ja hier fest, ja, also hier. Da tue ich mir ein bisschen schwer, weil ich doch sehr oft mit Tankrucksack fahre. Zum einen diesen kleinen, den ich immer drauf habe, den sichere ich da vorne, da, mit einem Gurt. Und wenn ich dann mal länger unterwegs bin, den großen drauf habe, dann brauche ich das Navi ja erst recht. Und dann bin ich mir nicht so sicher, ob das hier funktioniert mit Lenkeinschlag und so weiter. Ne? Aber es sollte ja prinzipiell Feuchtigkeit abkönnen. Ja? Und es ist jetzt auch schon mal nass geworden, schon zweimal sogar, heute Morgen ja auch wieder. Und es funktioniert nach wie vor, es hat noch keine Scheibe beschlagen. Ich werde das auch ein bisschen provozieren, indem ich es öfter mal im Regen auch nutzen werde. Also zumindest mal am Motorrad haben werde. Alleine mit der Begründung, weil nämlich eben der Kollege, der dieses TomTom Rider 400 hat, der hat es schon umgetauscht bekommen, weil das Feuchtigkeit gezogen hat. Ne? Also es ist mal nass geworden und dann ist die Scheibe von innen beschlagen und dann wurde es quasi umgetauscht. Ne? So, wenn ich meine Lieblingsstrecke fahren wollte, müsste ich jetzt hier abbiegen. Eben war es Johanneskreuz. Aber wir haben wieder tiefstehende Sonne, deswegen mache ich das heute nicht und fahre mal den normalen Weg nach Hause. So, ihr habt doch alle KL auf dem Nummernschild und das ist der kürzeste Weg. Also bitte abbiegen. Auch wenn mal alle so hören würden auf mich. Ja, kurzer Vlog von der Feierabendrunde. Das soll es auch mal gewesen sein für heute. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Ja, ich bedanke mich bei allen, die bisher schon den Abo-Knopf gedrückt haben. Für alle anderen sage ich mal, er ist hier. Und ich habe da vor einer kurzen Weile damit angefangen, Kanalempfehlungen einzublenden, kurz vor Schluss. Ja. Freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Video von mir euch wieder anschaut. Und weil das so ist, sage ich mal wieder ganz optimistisch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.